Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, willkommen zu einer neuen Folge von Star Wars. Sie haben uns noch nicht gesehen. Outlaws. Wir sind immer noch beim Raubzug. Hey, wir kommen aus den Schächten raus. Hab mir einen der Droiden vorgeknöpft und seinen Wartungszyklus gestartet. Der hat uns alle Sicherheitsschlösser geöffnet. Ich gebe zu, das war gar nicht so dumm. Na schon. Bin auf dem Weg. Also, da draußen was ist. Bin ich bereit? Dann bist du bereit. Ah, ich brauch einen Drink. Du brauchst jetzt erstmal Schlaf. Oh ja. Sehr gut. Ich schwöre, da war was. Ja. Nämlich ein kleines Nickerchen. Ja. Okay, die alten Lüfte brauchen nur einen kleinen Schubs. So. Hier geht's durch, ne? Wait a minute. Was habe ich denn jetzt verkackt? Tür geht nicht auf. What the fuck? Hä? Warum geht denn die Tür nicht auf? Also, muss ich hier noch irgendwas hacken oder so? So, ich muss da hochgehen. Ja, wow. Hier. Ja, man muss halt nur die Augen aufmachen, ne? So. Jetzt geht die Tür auf. Brav. Ja, das tat weh. Und ach Gott, dem Himmel ist es wieder zu. Okay. Na komm. Nochmal. So. Okay. Ist hier jemand? Kay, du ahnst nicht, wie froh ich bin, dich zu sehen. Ich habe einen kleinen Umweg gemacht, aber jetzt müssen wir zum Tresorraum. Je länger wir brauchen, desto schwerer wird die Sache. Dein kleiner Unfall hat uns wertvolle Zeit gekostet. Wir haben noch genug Zeit. Oder willst du sie mit Streiten verschwenden? Ich mag diese Kay. Ach, na los, wir haben noch einiges zu hacken. Da hast du wohl recht. Ich nehme aber trotzdem noch die Sachen mit. So. Scheiße. So nämlich. Okay. Ja, das kommt uns doch irgendwie bekannt vor. Finde einen Weg zum Tresorraum. Das ist der hier. Und jetzt? Okay, Rico. Bereit? Immer. Und du? Wir müssen die Hex gleichzeitig abschließen. Sobald die Barrieren deaktiviert sind, nehmen uns die Geschütze ins Visier. Okay, na dann. Hacken wir los.
Nee. Ja, das muss ja die Subroutine hacken, so. Aha! Wäre nicht nötig gewesen. Gut. Deaktiviert. Okay. Barrieren und Geschütze deaktiviert. Gut gemacht. Hab noch nie einen Dual-Hack mit jemandem gemacht. War nämlich nie jemand gut genug für mich, bis heute. Wow. Nicht schlecht. Torwächter-Druide voraus. Ich bin bereit. Ist denn hier ein Droide? Ich will nur reden. Dann habe ich gute Neuigkeiten. Ich arbeite jetzt für Sliro. Ich weiß, dass sie es alles Fassade für das Imperium. Komm schon, wir arbeiten beide für das ISB. Mach's nicht unnötig kompliziert. Lass mich rein. Warum musst du es mit so einer Frage ruinieren? Ah, schon viel besser. Hi. Aber nicht hochentwickelt genug. Ach, na dann öffnen wir diesmal hoffentlich den richtigen Tresor. Hübsche Waffen hat er auf jeden Fall. Na los, in den Tresor. Ich bring die Ladungen an. Du willst es in die Luft sprengen. Ich würde weiter weggehen. Rico, du bist dran. Mit Sliros Codes kannst du die Tür knacken. Und das ist eine Lektion für dich, Kay. Nie den gleichen Code zweimal nutzen. Okay. Zarek Bash! Woher wissen die, dass wir hier sind? Ah, die haben auf uns gewartet. Sollen sie? Scheiße. Ja, komm. Gib mir das Blastergewehr. Wie wär's, wenn ihr aufgebt? Fänd ich eine super Idee. Ja, komm. Scheiße. Haben wir es? Mann, greif uns an! Komm schon. Hallo. Die lassen einfach nicht nach. Ey. Motherfucker. Okay. Du wirfst keine Granate, nee. Einfach nein. Okay. Ich muss dir danken. Man kann nicht oft sein eigenes Todesmal beanspruchen. Hol's dir doch! Wer? Gnasia. Worauf wartest du denn noch? Nein. Hab's mir überlegt. Ist das ein Scherz? Zum Totlachen, hm? 20%. 10. Ich nehme dir alles, was du hast. Dann mach doch. 15. Na schön. Glaubst du wirklich, dass du damit durchkommst? Ankh, kann losgehen.
Faculty know es tut. Eure Leben sind verwirkt. Eure Familien, Freunde, tot. Kein einziger Ort in der Galaxis ist sicher vor dem ISB. Ich brauche bestimmt keinen toten ISB-Direktor. Aber wenn es sein muss... Kommst du? Ich halte sie auf. Ganz Zarek Besh macht jetzt Jagd auf euch. Sei bereit, Kay. Sympathisch. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie das macht. Da vorne ist das Casino. Alles klar. Ankh, Gedeek, Zeit sich aufzuteilen. Was? Darüber haben wir nicht geredet. Rico hat mein Gesicht in den Sicherheitsloks gefunden. Wenn ich da reingehe, gibt's ein Sirenenkonzert. Und ohne Uber, wenn der Wajabaredium noch leer Uber. Giu Dovdita! Schon gut, aber wir sehen euch beide auf der Bahnbrecher. Okay. Kay, wie geht's voran? Ihr liegt 7,5 Minuten zurück. Vielleicht, weil wir gerade Sliro begegnet sind. Er war da? Der Kerl ist paranoider, als wir dachten, aber wir haben die Ware. Asara, bist du da? Ich bin in der Sicherheitszentrale. Der Peilsender ist platziert. Ihr solltet ein schönes, sauberes Signal bekommen. Sehr gut. Durchbricht die Wand zum Casino. Das wird das hier sein, hä? Okay, das war ganz schön laut. Ist egal. Kay, das musst du dir ansehen. Ah, Zarek Besh räumt das Casino. Clever. So viel zum Thema aus der Vordertür rausspazieren. Tja, war ein guter Plan. Die wollen einen Kampf? Dann geben wir ihnen einen. Schön, dass wenigstens einer von uns Spaß hat. Fast geschafft. Ich glaube es nicht. Wir sind fast raus. ND5, wie sieht's mit dem Schiff aus? Euer Schiff ist da. Gut. Jetzt wird wahrscheinlich gekämpft, ne? Ach, komm schon. Das Glück hat uns wohl verlassen. Dann schmieden wir unser eigenes. Asara, halt sie auf. Rico, hacke die Generatorabdeckung. Deaktiviere die Stromversorgung. Und wie mache ich das? How am I gonna do this? Gehackt. Die erste Abdeckung ist offen. Schieß auf den Energiekern. Oder so? Aha. So nämlich. Ich kann die Abdeckung aufkriegen, aber das braucht Zeit. Ihr müsst uns am Leben halten. Ja, ist klar. Hey! What the hell? Zweite Barriere ist fast geknackt. Sehr gut. Ihm nach! Ja, ich muss sie erstmal noch töten hier. Okay. Okay. Bagdafiole, sehr gut. Wo sind die Generatoren da? Wunderbare Sache. Ihr besiegt uns nicht. The hell? Oh ja. Ist das alles? Die Barrieren müssen runter, jetzt! Okay. Gib mir deine Waffe. Nee, das ist keine Waffe. Scheiße. Aber was ist denn mit den Generatoren? Hier ist auch einer. Dann nochmal. Ja, Moment. So. Verzieht euch einfach.
Ja. Bitteschön. Ein bisschen Blei für euch. Das wollt ihr nicht wirklich. Ein Granatenwerfer. Ja, warte mal, wo sind denn hier immer noch? Ist immer noch ein Generator. Aber wo denn? Wir werden angegriffen! Okay. Ein Generator ist noch da. Wie wär's, wenn ihr aufgebt? Aber wo ist der denn? Du heilst dich sicher nicht. Come on. Wo ist das Scheißding? Nee. Hä, wo ist denn dieser Generator? Nicht heute. Ja, ja. Ist das Scheißding? Lass mich die Kacke mal suchen hier. Also, der muss ja da irgendwo sein, oder? Du feuerst hier gar nichts ab. Links von mir. Nee. Doch, hinter mir. Okay, Alter. Ich will wissen, wo dieser scheiß Generator ist. Das kann ja wohl nicht sein hier. Sag mal, ich weiß nicht, wo das Ding ist. Mann. Das Ding hier oben, das kann ja auch nicht sein. Meine Fresse, du. Der kleinste Funke reicht. Was ist das da? Ja. Okay. Ideen sind uns. Ich hänge die letzte Barriere. Mach das. Sigma verschlüsselt. Aber jemand Kompetentes am Werk. Okay. Leg sie um. Ich brauche mehr Zeit. Ich bin dran. Eine dynamische Verschlüsselung habe ich noch nie gesehen. Und geknackt. Hey, jetzt bist du dran. Bin dran. Verzieht euch einfach. Ja. Gleich müsst ihr rennen. Noch zwei. Da. Ist das alles? Los, alle zur Bahnbrecher! Jetzt! Yes. Ja, lass uns abhauen. Nee, 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 du stirbst mir jetzt sicher nicht weg. Na, ich bin weg. Wie wär's, wenn ihr aufgebt? Ich bin weg. Ey! Diese Aktion wird alles verändern.
Wo ist die Beute? Das ist besser. Sleros Datenbank. Imperiale Zugangscodes, laufende Operationen, Basisbaupläne. Und Sleros private Sammlung von Erpressungsmaterial über fast jeden hochrangigen Offizier des Imperiums. Daten, von denen seine Freunde beim ISB keine Ahnung haben. Hey, du hast gesagt, die Rebellion bekommt Zugriff und niemand wird verletzt. Gibt's hier irgendjemand, der mir nicht in den Rücken fällt? Slero hat Millionen des ISB in Serek Besh investiert. Er wollte Unterweltnetzwerke nutzen, um Rebellen zu jagen. Es ging schief, aber irgendwie erschuf er dabei eines der mächtigsten Verbrechersyndikate der Galaxis. Du willst Serek Besh? Ich habe den Kodex, ich habe Asaras Rebellennetzwerk und im Gegensatz zu Slero gebe ich dem Imperium alles, was es will und mache Millionen. Was hast du immer mit Slero? Ich wende nur das Blatt, Kay. Du kannst gehen, sobald Serek Besh ihm gehört. Kein Todesmal mehr, wie geplant. Hm. Und das Haare? Okay. Neuer Plan. ND5. Hey, lass das! Du hast das Ziel aus den Augen verloren, Kleine. Das bin nicht ich, Kay. Hey, Kleine. Ich halt sonst keine Reden, aber ich versuch's. Wir wissen beide, dass du nicht für so eine Art Leben gemacht bist. Aber ich hab kein anderes. Wenn du bei mir bleibst, überlebst du nicht. Du bist ein gutes Mädchen. Aber vergiss nicht, dass in dieser Galaxis nicht immer jemand für dich da sein wird. Du kannst das Zimmer behalten, bis du weißt, wie es weitergeht. Schon gut. Nur für ein paar Tage. Wie du willst. Bis ich weiter weiß. Konzentriert bleiben. Diese alle Hauptquests in Kanto Byte ab. Wo sind wir? Domatoma Disto, Huayaba Suja Revelator. Hier geht's gut. Ob der da reinpasst? Wie habt ihr mich gefunden? Rico. Jitinkaoto, Satauba. Wir haben ihr Shuttle geklaut und kamen so schnell wie konnten. Und jetzt haben wir dich und hauen wieder ab. Danke, euch beiden, aber ich gehe nirgendwo hin. Jijiwamake,
Die Toki-Tabonanit. Andy steht immer noch unter Jaylens Kontrolle. Er war schon Jaylens Vollstrecker, lange bevor wir überhaupt ins Spiel kamen. Und ohne ihn wärst du jetzt in einem imperialen Labor. Und du im Knast auf Kijimi. Ja, es lief schlecht. Aber Andy ist der Einzige, der nicht einfach so gehen kann. Nimm das. Und lass dich nicht sehen. Ankh, versteckst du ein paar Präsente? Twamabola, du tust dies. Wenn du ihn findest, rahm das in seinen Hemmbolzen und ND5 ist frei. Erstmal suchen du und ich die Brücke. Und die Plastoidköpfe, die uns umzingelt haben? Sachte. Bleib bei mir. Was? Nein, du bleibst bei mir. Ich bin die mit dem Blaster. Naja. Mach jetzt erstmal Pause, denn wir sehen uns morgen wieder. Sage danke fürs Zuschauen. Habt einen schönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.